Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Petrus 1, Tag 19. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir sind immer noch bei Vers 7. Wir haben gesehen, wie wertvoll der Glaube ist, wenn er durch das Feuer geht. Denn dort wird er geläutert, dort beweist er wirklich seine Echtheit. Schau mal, was Petrus sagt. Euer authentischer Glaube wird zu noch mehr Lob, Herrlichkeit und Ehre beitragen, wenn Jesus, der Gesalbte, offenbart wird. Ich möchte, dass du verstehst, bei der Aussage, wenn Jesus, der Gesalbte, offenbart wird, geht es nicht um eine Offenbarung von Jesus. Hier geht es um seine Rückkehr, wenn er wiederkommt. Betrachte diese fantastische Wahrheit. Nur authentischer, echter Glaube wird tatsächlich zu mehr Lob, mehr Ruhm und mehr Ehre führen, wenn Jesus für dich wiederkommt. Ich stelle dir eine wirklich einfache, aber dennoch sehr tiefgründige Frage. Was ist für dich besser aus der Perspektive der Ewigkeit, dass du, wenn Jesus zurückkommt, Lob, Herrlichkeit und Ehre bekommst, die dann natürlich die ganze Ewigkeit andauern werden, oder dass du, während du hier auf der Erde lebst, ein schönes, glückliches Leben ohne jegliche Prüfungen hast? Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Ich glaube wirklich, dass jeder, der lernen würde, sich mehr auf die Ewigkeit als auf dieses kurze Leben auf der Erde zu konzentrieren, völlig anders durch jede Prüfung und Trübsal gehen würde. Wenn wir nur verstehen könnten, dass es einen Moment in unserem Leben geben wird, wo wir nicht mehr zurückgehen und bestimmte Situationen noch einmal durchleben können. Damit meine ich nicht, dass man zurückgeht und die Vergangenheit noch einmal erlebt. Denn die Vergangenheit ist immer vergangen. Aber schau mal. Solange ich hier auf der Erde lebe, kann ich gewissermaßen zurückgehen und bestimmte Prüfungen noch einmal durchleben. So kann ich sie schließlich bestehen und auf eine höhere Ebene in Gott aufsteigen. Was passiert, wenn dieses Leben auf der Erde vorbei ist? Du hast keine Möglichkeit mehr, für die ewige Belohnung zu arbeiten. Es ist vorbei. Deshalb sollten wir für jede Gelegenheit, die wir haben, um sozusagen zu sammeln oder für Lob, Herrlichkeit und Ehre zu arbeiten, wenn Jesus kommt, äußerst dankbar sein. Nur echter, authentischer Glaube wird Lob, Ehre und Herrlichkeit bringen, wenn Jesus wiederkommt. Ein authentischer Glaube ist ein Glaube, der durch das Feuer gegangen ist und durchgehalten hat. Ich sage es gerne wie folgt. Wenn man eine nagelneue Brücke baut, eine sehr hohe Brücke über ein sehr hohes Tal im Gebirge, diese Brücke ist fertig und dann hängt dort ein Schild. Diese Brücke ist noch nie getestet worden, aber wir denken, dass es okay ist, mit 1000 Kilo über diese Brücke zu fahren. Würdest du mit dem Auto über diese Brücke fahren? Ich würde es nicht tun. Wir denken, dass es okay ist. Wenn Schilder bei Brücken stehen, von denen wir in Österreich viele haben, wenn auf dem Schild 3,5 Tonnen steht, dann weiß man, dass sie getestet wurde und dass man auch mit 5 Tonnen darüber fahren kann. Es gibt etwas so Wertvolles, Kostbares an der Prüfung des Glaubens. Nicht nur für das Leben auf dieser Erde. Denke immer daran, dass diese Prüfung fantastisches Lob, Herrlichkeit und Ehre bringt. Stell dir vor, dass Jesus eines Tages für dich wiederkommt und er zu dir sagen muss: Dein Glaube ist nicht sehr authentisch, denn dein ganzes Leben lang bist du vor jeder einzelnen Prüfung davongerannt. Du bist unreif geblieben, du bist ein geistliches Baby geblieben. Das Einzige, was du getan hast, war den ganzen Tag lang Milch zu trinken.
Und dann schaut Jesus dir in die Augen und er sagt, du wirst in den Himmel kommen, aber da gibt es nicht wirklich viel zu loben und nicht viel Ruhm und nicht viel Ehre. So möchte ich mein Leben nicht beenden. Abgesehen davon wirst du mit jeder Glaubensprüfung, die du bestehst, wenn du mit der richtigen Einstellung durch das Feuer gehst, in eine höhere Position aufsteigen. So funktioniert das Reich Gottes. Wer im Kleinen treu ist, dem wird Großes anvertraut werden. Also fange jetzt an, dich zu freuen, vor Freude zu springen und zu singen, denn du gehst durch Trübsal und die Prüfung deines Glaubens. Und wenn du nichts Wertvolles entdecken kannst, dann schau auf die Wiederkunft Jesu und denke, dann wird es genial sein. Bis morgen.